Guck, da ist er wieder. Herzlich willkommen zurück bei Jack Zockt. Tomb Raider von 19, das Original von 1996. So, und ich habe jetzt was geschafft. Und deswegen werde ich noch... Ich möchte hier nochmal hingehen. Bevor wir hier mit der normalen Folge weitermachen. Willkommen bei mir daheim. Lass uns einen kleinen Rundgang machen. So, Lara, jetzt können wir den Rundgang machen, wenn du endlich Deutsch mit mir redest. Hervorragend. Die Richtungstasten, um ins Musikzimmer zu gehen. Oh, schon besser. Okay, dann lass uns ein bisschen herumtoben. Drück die Sprungtaste. Jetzt drück sie nochmal und dann schnell eine der Richtungstasten. Dann springe ich in diese Richtung. Ja, du? Oh. Ah, die große Halle. Tut mir leid wegen der Kisten. Ich habe ein paar Sachen eingelagert und weiß nicht wohin damit. Ich glaube, du brauchst ein größeres Haus, Lara. Ja. Lauf auf eine Kiste zu und während du das Steuerkreuz hochgedrückt hältst, drück die Handlungstaste, dann kletter ich rauf. Ich soll tun, Frau Kruft. Ja. Ja. Ich hätte das gestern, also als ich die Folge hier davor aufgenommen habe, hatte ich das auch nicht drin. Ich hatte aber ein paar schöne Erschreckmomente in dem, weil es ja eben blind ist für mich hier. Schöne Erschreckmomente, wo ich so... Das war mal der Ballsaal, aber ich benutze ihn als Turnhalle. Wie gefällt sie dir? Dann lass uns mal ein paar Lockerungsübungen machen. Ich laufe natürlich nicht, während du die G-Taste gedrückt hältst. Wenn du dich umsehen willst, halt die C-Taste gedrückt und drück das Steuerkreuz in die gewünschte Blickrichtung. Soll ich so tun? Ja. Wenn ein Sprung zu weit für mich ist, kann ich mich an der Kante festklammern, damit ich nicht herunterfalle. Geh zur Kante mit dem weißen Strich, bis ich stehen bleibe. Drück dann die Sprungtaste und gleich danach das Steuerkreuz hoch. Drück jetzt, während ich noch in der Luft bin, die Handlungstaste und halte sie gedrückt. So. So, das ist ein richtig großer. Leite den Sprung genauso ein, wie eben erklärt. Aber wenn ich in der Luft bin, drückst du die Handlungstaste und hältst sie gedrückt. Dann kann ich mich an die Kante klammern. Ja, Frau Kruft. Ich denke, du meinst das so. Toll. Oh, sie hat mich gelobt. Versuch mal hier hochzuklettern. Drück das Steuerkreuz hoch. Ich kann hier nicht hochklettern, weil die Lücke zu schmal ist. Wenn du aber das Steuerkreuz nach rechts drückst, hangele ich mich seitlich durch, bis genug Platz zum Hochziehen ist. So. Drück das Steuerkreuz nach unten, damit ich rückwärts hinunterspringe. Drück dann sofort die Handlungstaste und halte sie gedrückt, damit ich mich im Fallen an der Kante festklammere. Tja, bei neueren Teilen macht sie das automatisch. Malara? Lass uns schwimmen gehen. Mhm. Mit der Sprungtaste und dem Steuerkreuz steuerst du mich unter Wasser. Ah, Luft. Drück einfach... So, auf ins Abenteuer. Ja. Auf Englisch meckert sie wahrscheinlich irgendwie wegen den nassen Klamotten. So. Und bevor wir hier mit dem Level weitermachen,
Ich habe das letzte Mal in eine Extra-Datei gepackt und hier für die letzte Folge, aber hier, warte, warte, warte. Tja, jetzt haben Sie meine volle Aufmerksamkeit. Aber ob ich auch Ihre habe? Hallo? Wart's ab, wenn ich dich in die Finger kriege. Natürlich. Du und das dämliche Stück vom Skion. Wenn du's unbedingt behalten willst, stopfe ich's dir in deinen verdammten... Moment, sprechen wir gerade über das Artefakt? Darauf kannst du Gift nehmen. Moment, tut mir leid. Sie sagten Stück. Wo ist dann der Rest? Miss Nadler hat Pierre Dupont darauf angesetzt. Und wo sucht er danach? Ha, den erwischst du nie. Sie meinen also, das Geräte hier hält nicht nur auf? Keine Ahnung, wo seine krummen Ganovenbeine ihn hingebracht haben. Da muss... müssen Sie Miss Nadler fragen. Danke, das werde ich tun. So. So viel dazu. Das wollte ich nur noch fix hier gemacht haben, euch gezeigt haben, ohne dass ihr auf einen extra Link klicken müsst. Das hatten wir schon gesehen. So. Und jetzt laden wir einfach mal den letzten Speicherstand rein, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. So. Hier sind wir in der letzten Folge gestehen geblieben. Ja. Da musste ich erstmal herauskriegen, wie ich hier hochkomme. Ich muss immer noch rausfinden, was der Schalter eigentlich gemacht hat, den ich hier hinten gedrückt habe. So. Was ist hier jetzt? Kann ich hier irgendwo hoch? Nö. Hier rutscht sie auch runter. Dann geht er aber, warte mal. Nee. Kann ich hier überhaupt irgendwo hoch? Ist hier eine Kante? Das will ich jetzt sehen. Da oben muss ich tatsächlich irgendwo hin. Da ist was. Ach du Scheiße. Da bin ich doch viel zu dämlich dafür. Wartet. Mhm. Also ich weiß wie, aber ich muss es bloß hinkriegen. Nein. Nein. Ey, der macht einen Rückwärtssprung nicht, weil ich... Warte mal, warte mal. Zu nahe hier dran bin. Ich meine, ich weiß nicht, wie die sich das vorgestellt haben. Aber ich krieg das hier irgendwie nicht hin. Ich muss weiter höher. Warte mal, warte mal. Also entweder bin ich zu langsam oder... Bin zu langsam hier ran, das sein. Ja, hier bin ich schon hinter der Mauer, hier kommt sie nicht. Warte mal. Ja, hier. Noch ein Stück rüber. Ich habe auch nochmal versucht, hier rum zu experimentieren mit den HD-Texturen. Damit wir hier bessere Sachen hinkriegen. Du sollst vorwärts springen, junge Frau. Mann, verflucht doch mal. Kann ja wohl nicht so schwer sein. Oh. Was ist denn das überhaupt für ein Gemache hier? Ich stelle mich wirklich bloß wieder zu hart an hier.
Das wird alles sein. Doch nicht rückwärts! Verflucht doch mal! Wieso springt das Weib rückwärts hier dran? Warte mal, warte mal, warte mal. Ah. So, und jetzt? So. Ich speichere das ganze Ding hier aber mal ab. Ich weiß, das kriege ich kein zweites Mal hin. Nein, 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 nein. So, hier. Unten. So. Und jetzt? Muss ich dort oben hin oder was? Ist dort offen? Speichern. Sichern. So, hier. Mann, 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 Mann. Wir haben unser erstes Geheimnis gefunden. Das ist doch schon mal was, oder? Ja. So, und hier? Ach ja, das waren bloß die Steine, die ich von unten gesehen habe. So. Da hätten wir doch alles hier, oder? Komm runter hier. Wie blöde kann man eigentlich sein? Ja. Wie blöde. Ja, ja. Hey. Ja, was ich sagen wollte, ich habe rumprobiert mit den HD-Texturen. Gibt ja verschiedene Möglichkeiten, aber alle viel zu kompliziert für mich. Vor allem dieses mit diesem Tomp ATI, das ist ja. Das ATI, das bezieht sich ja auf ATI-Grafikkarten. Wahrscheinlich. Ich habe aber Nvidia, ob das damit zusammenhängt, dass es nicht funktioniert? Weil ich dort auf die Echse klicke hier bei dabei. Geht's nicht. Ich glaube, da wäre irgendeine Datei konnte nicht machen. Das importieren, das geht auch nicht. So wie es soll. Alles ein bisschen doof. Nee. So, wo muss ich jetzt hin? Ich hab's geahnt. Ja. Laden. Ja, mach einfach. Obwohl ich eigentlich auch der Meinung bin, dass wir das Ganze hier so belassen. Weil schließlich spielen wir ja hier Tomb Raider 1. Da liegt irgendwas drauf. Wo muss ich also demzufolge hin? Ja, komme ich dorthin von da drüben aus? Was? Nee, die hat mir zu viel Power verloren. Ja, komm. Und ups. Rüber, ja. Wenn ich jetzt einen weiten Sprung mache hier. Dann springst du drüber. Ah!
Rolle noch mal gut gegangen. Komm ich hier hin? Nee, das ist doch viel zu hoch hier. Okay, dann halt nicht. Bling, neues Geheimnis. Oh, kommen wir von hier aus so drüber? Müssten wir eigentlich. Ich meine, wie sollen wir sonst langkommen hier? Von hier aus dort rüber. Okay, warte mal, warte mal, warte mal. Erstmal speichern das ganze Ding hier. Stimmt nicht auf den Kompass. So. Laden, sichern. Ja. So. Jawoll. Gibt's da drüben jetzt noch was? Ja, sicher dich. Ja, dann machen wir das anders. So. Hier muss man ja wirklich in jeden, in jede Ecke und jeden Winkel gucken hier. Dass man hier nichts vergisst. So, hier scheint nichts mehr zu sein. Sieht zumindest danach aus. So, kommen wir hier rauf. Das Problem, wenn wir hier rauf gehen, ist da irgendwas. Ja, nu? Jo. Genau. Ja. Und noch habe ich nicht erkannt, was in der Richtung. Ja, ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Jo, machen wir es einfach so wieder. Ja. Wie wär's, wenn wir gleich darüber gehen? Wieso hast du schon wieder Power verloren hier? Was ist denn hier? Ist doch nix. Ja. Und Alep. Voilà. Genau so. Ja. Nee. Pass bloß auf, Mädel. So, von die Kante. Zurück. Und, hopp, darüber. Genau. Und jetzt hier rüber. So, da bin ich jetzt oben bei der Tür. Nein, nicht den Kompass, Mann. Ja. Nein, auch nicht laden, sondern speichern das ganze Ding hier. So. Da kommt doch gleich wieder eine extra Nummer. Jo, was ist denn hier unten? Hm. Hätte ich hier springen sollen? Unten ist auf jeden Fall dicht, oder? Komm ich raus. Hier ist ein Schalter. Wo ist das Ding? Komm zurück! Und da oben? Was ist da oben? Hm. Na komm. Lass dich anlocken. Wo ist das Ding hin? Och Mann. Hast du gerade hier unten gesehen? Da. Komm her hier. Kommt das Ding jetzt endlich mal zurück oder nicht? Dieses Rückwärtsgeschwimmen immer vorne und vorne weg, das ist. Was ganz ekelhaft ist.
aus hier. Na, komm. Jetzt ist es tot. So. Ich fress jetzt. Hier ist jetzt ein Medipäckchen. Wir haben 6 große Medipäckchen, also ich meine. Warum soll ich da keins essen? Naja. Spiel. Speichern. Ich drück den Schalter mal noch nicht. Ich werde sehen, was hier noch ist. Ja. Was ist hier? Das ist ein Geheimnis. Ja. Soweit ich mich erinnere, soweit ich das gerade im... Die 3 Geheimnisse gab es ja in dem anderen Ding. Wie viel gab es denn hier? Ich immer noch nicht nachgeguckt. Ich wollte doch nachgucken, wie viele Geheimnisse es hier überall gibt. Ja, nochmal die Richtung hier. Aus der Richtung sind wir gekommen. Nein. Wir wollen aber zurück. Wir sehen, was hier vorne noch ist. Hier ist dicht. Hier ist dicht. Nee, hier bin ich angekommen. Was denn nun? Achso. Aber wir können nicht irgendwas rausklettern, oder? Okay. Betätigen wir mal dort hinten diesen faszinierenden Schalter. Ja, ja. Hoch da. Oi. Ist ja auf einmal das Wasser weg. War da oben eigentlich noch was? Warte mal. Ich will das wissen. Ich vergesse wieder die Hälfte. Wo war das? Hier. Warte mal. Da muss ich das Monster da unten notfalls nochmal machen. Ja, manchmal müssen wir hier Sachen manchmal zweimal machen. Oder dreimal oder viermal. Rutscht jetzt von alleine unten auf diese Kante da, dass ich von dort aus rüberspringen kann, oder? Nee. Das Problem ist dieses Ding jetzt hier. Aber hier oben rausklettern kann ich ja auch nicht. Weil diese scheiß Strömung ist. Da ist. Spielladen. Ich versuche es jetzt noch einmal. Ich versuche mal eine andere Methode. Wo war das jetzt?
Nee. Komm. Da steckt ein bestimmtes Geheimnis dahinter. Im richtigen Moment abspringen. Ich wette, wenn ich jetzt weiterlaufe, ganz normal, dann. Muss unten ein Stückchen später springen. Scheiße. Schon verkackt. So. Ach nee. Ist dort hinten was oder ist dort hinten nichts? Das ist jetzt die Frage. Komme ich hier nochmals hin und nochmal zurück? Aha. Aha. Was habe ich gesagt? Hab's doch gewusst. Nein, nein, nein. Sicher an. Speichere das jetzt hier mal hin. Ja. So, warte mal, warte mal. Wollt ihr mich jetzt verkohlen? Nee. So. Ich weiß, ich habe wieder die Hälfte vergessen da oben. Aber hier war nichts. Ja. Das nehme ich mit. Die mumpeln. So. Das. Ein Schritt nach vorn. So, jetzt müssen wir aber das Ding da unten nochmal machen. Können wir das von hier aus machen? Müssen wir das überhaupt machen? Wie hatte ich jetzt alles, ja?
Oder wollen noch was zum Hochklettern oder eine Kiste rauszuziehen? Oder was weiß ich? Nee. Okay. Wisst ihr, wäre ich jetzt weitergegangen, ich hätte es wirklich zurückgelassen. Ach, das Ding kann sich ja bewegen an Land. Na? Anu? Jetzt ist er weg. Meine Fresse. Jo. Ich sag ja, für alles gibt es eine Steigerung. Ja, okay. Was habe ich jetzt wohl falsch gemacht? Ich habe dieses Geheimnis gelüftet, um das zweite zu vergessen. Ja, das habe ich. So, weil ich gehe jetzt einfach mal hier runter. Nein, das war doch vollkommen falsch. Genau das. Ach, dieses Punktgenaue hier immer. So. Ja. Ganz schön frech gemacht von den Entwicklern hier, ist das? Ja, nicht laden. Ja. Ganz schön fies gemacht hier. Jo. Jetzt kann ich ruhigen Gewissens weitergehen. Jetzt habe ich beide Geheimnisse hier an der Stelle gekriegt und jetzt kann ich weitergehen. Das waren jetzt drei Geheimnisse hintereinander. Jetzt haben wir natürlich wieder diesen. Na komm. Unlock-Taktik. Jetzt machen wir das Vieh zum dritten Mal platt. Tja, Geheimnis- und Rätselsuche dauert nun mal seine Zeit. Entschuldigung dafür. Ja, Entschuldigung dafür. So. So, und pfeifen uns wieder das Medipäckchen rein. So, Leute. Und wie wir hier weitergehen. An der Stelle hier. Sehen wir in der nächsten Folge. Damit verabscheue ich mich für heute. Danke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf Wiedersehen.